Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar heute mit einem wirklich richtig krassen Video, denn durch das Gunrunning DLC, das wir letzte Woche bekommen haben, hat sich wirklich extrem viel in GTA Online verändert. Und ich meine jetzt nicht die neuen Spielinhalte, die wir bekommen haben, also nicht die Bunker, die ganzen Fahrzeuge und das Ganze, sondern vielmehr die Sachen, die durch das Update mit ins Spiel gekommen sind, die aber im Moment noch im Hintergrund laufen, also Sachen, die man zum Beispiel bei Warstock oder so nicht kaufen kann. Denn bevor das Gunrunning DLC veröffentlicht wurde, gab es ja schon zwei merkwürdige Videos auf Instagram bezüglich des Jetpacks. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt oder kennt, und zwar einmal von Franklin dieses Video hier. Hey Ned, come on, let's go, man. Grab your jetpack, I mean your backpack, man. Let's roll. Alright, man. Grab your jetpack, I mean. Grab your jetpack. Und dann auch noch von Michael dieses Video hier. Oh yeah, traffic in New York. Gotta love it. 2 hours to go 30 miles. I need a jetpack. I need a jetpack. I need a jetpack. Und nur für die Leute, die diese zwei Personen nicht kennen, und zwar, das sind die zwei Personen, die Michael und Franklin im Spiel wiedergeben, also von der Synchronstimme her, vom Aussehen her und alles, weil Rockstar Games hat da jetzt nicht irgendwelche fiktive Charaktere verwendet, sondern halt wirklich so Real-Life-Personen, so echte Schauspieler halt. Aber ich denke mal, 99% von euch kennen die sowieso schon. Und genau die zwei haben kurz vor dem DLC, also vor dem Release von dem DLC, mit diesen zwei Videos das Jetpack erwähnt. Ich glaube, dass das Ganze nicht einfach nur so war, sondern ich glaube, dass es ein Leak war und somit so ein kleiner Hype auf das Jetpack gemacht wurde. Weil dann nur ein paar Tage später kam dann endlich das Gunrunning DLC und man hat dann so ins Coding reingeschaut und hat hier dieses zerstörte UFO gesehen. Im Moment weiß noch keiner, was es damit auf sich hat, warum dieses UFO mit ins Spiel kam, weil bis jetzt kann man es nirgends im Spiel finden. Also man kann keinen Trigger auslösen, wo man es dann irgendwo sieht. Man kann die ganze Map abfahren und nirgends findet man dieses UFO irgendwo im Spiel. Also ich denke mal, das hat Rockstar Games nicht einfach so gemacht, sondern das werden wahrscheinlich schon die ersten Inhalte sein oder vielleicht auch die letzten Inhalte. Aber darauf komme ich später nochmal kurz darauf zurück. Aber gehen wir erstmal ein bisschen weiter zurück, und zwar jeder kennt von euch die Zeichnung oben an der Spitze von Mount Chiliad, denn dort erkennen wir halt das Jetpack-Symbol und auch ein UFO-Symbol. Das heißt, alles, was mit dem UFO zu tun hat, steht in irgendeiner Verbindung auch mit dem Jetpack. Die eben gezeigten Videoclips von den Hauptcharakteren, die ganz deutlich Jetpack gesagt haben und anschließend kam ein neues UFO mit ins Spiel, ist für mich wirklich persönlich sehr naheliegend, dass sich etwas getan hat in GTA 5, was mit dem Jetpack zu tun hat. Weil ich glaube nicht, dass Rockstar Games irgendein UFO mit ins Spiel bringt und Michael und Franklin so Videoclips machen und das Wort Jetpack erwähnen, wenn es da keine Verbindung zusammengegeben hätte. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel in die Vergangenheit zurückgehen, als das Bigfoot vs. Beast Easter Egg rauskam. Das wurde auch einfach so ins DLC eingefügt, ohne dass Rockstar Games was darüber gesagt hat, und erst ein paar Wochen später wurde es gelöst und war dann somit eines der heftigsten zu lösenden Easter Eggs aller Zeiten, weil das Ganze muss man dann wirklich so richtig triggern, also das passende Wetter, der passende Wochentag, die richtige Reihenfolge und so weiter, bis man dann wirklich endlich am Ende gegen das Beast antreten durfte. Und seit Jahren sind wirklich extrem viele Easter Egg Hunter auf der Suche nach der Lösung von Mount Chiliad Easter Egg und auch auf der Suche nach dem Jetpack. Und dort wird das Jetpack nicht einfach so im Gebüsch herumliegen, wo man dann einfach nur drüber laufen kann und es eins zu sammeln, denn dort müssen wir wirklich extrem viele Trigger auslösen, auch wahrscheinlich wieder mit dem passenden Wetter, passenden Uhrzeit, Wochentag, und da werden wahrscheinlich so viele Sachen kommen, wo man halt in der richtigen Reihenfolge alles machen muss und alles beachten muss, damit halt der erste Trigger überhaupt ausgelöst wird. Und wenn das alles dann in Gang gekommen ist, wird es auf jeden Fall das heftigste Easter Egg, was es jemals zuvor in irgendeinem Computerspiel gegeben hat, weil es wird wirklich mehrere Stunden dauern, vielleicht einen ganzen Tag, bis man wirklich das komplette Easter Egg gelöst hat, und ich glaube, das wird extrem brutal werden. Meine persönliche Meinung war bisher immer so, dass das Mount Chiliad Easter Egg bis jetzt noch gar nicht fertig programmiert wurde, weil die Easter Eggs entstehen ja nicht, weil Rockstar zu seinen Mitarbeitern sagt, jo Jungs, macht mal ein paar Easter Eggs, sondern fast alle Easter Eggs auch in anderen Spielen fügen einfach die Programmierer so einfach in ihrer Freizeit oder Mittagspause oder so ein, natürlich mit der Absprache von den Chefs. Die werden natürlich kein Easter Egg einbauen, wo die Chefs davon nichts wissen, wo sie dann sagen, jo, das wollen wir aber nicht, weil es vielleicht Werbung für ein anderes Spiel oder sowas ist. Deswegen muss natürlich auch immer die Rücksprache mit dem Chef geklärt werden, und deswegen bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das Jetpack Easter Egg bzw. das Mount Chiliad Easter Egg bis zu dem heutigen Tag auf jeden Fall zu 100% noch nicht lösbar war, weil sich Rockstar Games bestimmt so gedacht hat, jo, wenn das Spiel vielleicht nicht mehr so gut ankommt, nicht mehr so viel gespielt wird, dann geben wir einfach grünes Licht für die Fertigstellung, damit das Spiel nochmal richtig gehypt wird, wo wahrscheinlich dann so ein Trailer mit Jetpack oder so rauskommt oder sowas in Art. Ich weiß es noch nicht genau, wie das ablaufen wird, aber ich denke mal, dass Rockstar Games bis heute,
also bis zu dem Gunrunning DLC, noch kein grünes Licht für das Jetpack Easter Egg wahrscheinlich rausgegeben hat. Und ich denke mal, die ersten Schritte sind auf jeden Fall dafür getan, dass es bald gelöst werden kann oder vielleicht sogar jetzt schon möglich ist, es komplett zu lösen. Und jetzt durch das Gunrunning DLC sind wir wirklich sehr viele Schritte weiter, was die Lösung des ganzen Mysteriums angeht. Weil wir haben nicht nur ein zerstörtes UFO ins Spiel bekommen, was vermutlich darauf hinweist, dass wir durch irgendeinen Trigger, wir vermutlich so eine Videosequenz bekommen werden, wo wir dann sehen werden, wie es halt in der Luft fliegt, dann wahrscheinlich abstürzt, wo wir dann hin müssen oder irgendwas aufzusammeln oder irgendwas zu machen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Aber gehen wir erstmal zurück, was bereits im Spiel ist. Und zwar, es gibt ja einige UFOs im Spiel, wie zum Beispiel das versunkene UFO in Palais du Bay. Oder wenn wir das Spiel zu 100% durchgespielt haben, kann man auch hier über die Militärbasis hier dieses UFO sehen. Oder über dem Hippie-Camp befindet sich auch dieses UFO hier. Und das wohl bekannteste UFO im Spiel befindet sich auf der Spitze von Mount Chiliad, wo das ganze Mysterium halt auch ist. Wenn man die Story zu 100% durchgespielt hat und sich dann nachts um 3 Uhr hierher begibt und es muss auch noch schlechtes Wetter sein, dann sehen wir hier dieses UFO. Natürlich kann man mit PC-Mods das Ganze irgendwie, ja, auch so spawnen lassen, aber eigentlich ist es ja nicht gedacht, an dem Easter Egg das mit Mods irgendwie zu generieren. Und bisher ist es halt auch so, dass wirklich alle UFOs außer das versunkene Wasser sind ausschließlich für den Story-Modus. Auch die dazugehörigen Effekte und Trigger und alles, was man halt beachten muss bei den UFOs, wenn man sie sehen möchte. Und jetzt durch das Gunrunning DLC ist etwas in den Online-Modus gekommen, was ich euch auf jeden Fall jetzt mal zeigen möchte. Und zwar, wenn ihr euch mit dem Frog oder mit dem Buzzard oder mit einem anderen Heli, der sehr hoch fliegen kann, im Online-Modus euch hierher begibt, wie ich euch das gerade auf der Karte markiert habe. Das ist das Hippie Camp, in der Story ist es auch relativ bekannt, das Hippie Camp. Und wenn man dort nach oben fliegt, sieht man auch das UFO, das FIB-UFO, wo man auf jeden Fall, wenn man zu nah hingeht, die Helikopter zum Teil zerstört werden. Und man hat so eine hässliche Frequenz auf dem Bildschirm, wo man kaum noch was sieht und hat so komische Geräusche. Und jetzt kann man in den Online-Modus hinzu und quasi, ich zeige das euch jetzt gerade mal hier auf der Karte und zwar genau hier. Und genau hier müsst ihr mit dem Helikopter, also mit irgendeinem Buzzard oder Frogger würde ich euch empfehlen, wirklich senkrecht nach oben fliegen, bis ihr links unten auf eurer Minikarte seht ihr schon das, so einen Strich und das ist so die maximale Flughöhe, was dieser Helikopter erreicht. Und dort müsst ihr nach ganz nach oben fliegen, bis ihr wirklich den Pfeil ganz oben an der Linie habt. Und wenn ihr dann genau hier auf dem Punkt seid, könnt ihr das hier sehen. Und jetzt nochmal für die Leute, die immer noch nicht wissen, was es ist, und zwar, wenn man in der Story zu nah an das ein oder andere UFO kommt, dann passiert genau dieser Effekt. Fliegt man noch etwas näher hin, könnte es unter Umständen sein, dass euer Helikopter sogar zerstört wird. Und das war halt bisher nur für die Story verfügbar und nun haben wir genau diesen Effekt auch im Online-Modus. Jeder von euch kann es sich selber einmal anschauen, mit euren Freunden zusammen oder alleine, je nachdem, wie ihr halt Bock habt. Und es ist meiner Meinung nach eines der besten neuen Online-Easter Eggs, die wir haben, weil die meisten krassen Easter Eggs immer nur für die Story sind und das ist halt wirklich ein neues Easter Egg, wo wir im Online Modus jetzt dazu bekommen haben. Und das ist für mich auch ein ganz klarer Hinweis darauf, dass uns in den nächsten Wochen etwas Großes erwarten wird. Entweder durch die Lösung des Easter Eggs in Verbindung mit dem Jetpack oder durch neue, weitere krasse Easter Eggs, wo uns vielleicht so den Weg so deuten, dass wir wahrscheinlich bald auf der Lösung sind. Und Jungs, ich kann euch wirklich versprechen, ich bleibe an diesem Thema dran und sobald es darüber was Neues gibt, werdet ihr es auf jeden Fall zu 100% sofort auf meinem Kanal sehen. Und damit ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr mir natürlich gerne an dieser Stelle auch ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir auch natürlich gerne ein Like darüber lassen. Und falls ihr Fraps noch nicht kennt, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in die Videobeschreibung reinschauen, denn dort habe ich einen verlinkt, der macht auch krasse GTA 5 Videos. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal an der Stelle raus. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.